totaler Luxus, ja. Ich habe nicht nur ein Luxusfahrrad hier, das Raymond Full Ray E9 10.0, sondern ich habe auch den Luxus, gleich drei Leute zu beschäftigen, die alle drei Wheelies fahren können. Aber die müssen nicht hintereinander fahren. Du bist der Lukas? Ganz genau. Ja, du bist der? Johannes. Der Johannes, mit dir haben wir schon mal gefilmt und mit dir auch schon. Du bist der Lehrer, der kein Abitur hat, oder? Noch nicht. Doch, mit Abitur, aber noch nicht Lehrer. Das war der Running Gag von eben, weil du den Akku nicht reinbekommen hast von dem anderen Fahrrad. Und dann haben wir dich damit aufgezogen. Aber hier ist es viel einfacher. Ja, Raymond, die bauen gute Räder? Absolut. Ne? Mit Husqvarna zusammen hatten wir eben in dem Video auch schon der Majid das ausführlich erklärt. Aufstrebende Marke seit ein paar Jahren und wirklich top solide. Ja, es ist auch die Frage, ich meine, ihr seid ja letztendlich hier an der Front dafür verantwortlich, wenn nur einer reinkommt, es geht irgendwas nicht, ja. Ihr habt wenig Stress mit den Bauteilen, Komponenten, das heißt, also man kann da eigentlich nicht so viel falsch machen, also wenn man gute Sachen verbaut. Nee, sie sind auf jeden Fall sehr solide und ja. So, da vorne, da blinkt es jetzt in der richtigen Farbe? Ja, heute haben wir es Gold Kashima beschichtet, das ja, ist einfach eine hochwertige Legierung, die die Gleitreibung ein bisschen mindert und sehr robust ist. Okay, das heißt, da darf das Schloss gleich ein bisschen dicker sein. Ja, genau. Also kostet natürlich auch ein bisschen mehr die Gabel dann mit der Legierung. Aber ich glaube, allein die Gabel liegt schon hier beim Tausender oder etwas mehr? Das kann ich dir auswendig gar nicht sagen. Müsste ich auch auf die Liste gucken. Ich glaube, knapp über 1000. Knapp über 1000 Euro, allein die Gabel. Das heißt, die Summe aller Teile, wenn man das mal addiert, der Rahmen allein, das ist jetzt, der Rahmen ist aus Alu? Das ist Alu, ja. Ich glaube, mit Hydroforming und Schwerkraftgießen, da haben sie alle, also alles an Hightech. Sag mal, ihr hattet noch keinen Rahmen, der jetzt irgendwie in der Mitte durchgebrochen ist oder so? Nee, außer zuletzt mein Kinderrahmen, den ich zerlegt habe, nicht. Das gibt es gar nicht mehr, dass die jetzt irgendwie einen Riss haben oder irgendwas passiert. Die halten. Selten, also es ist wirklich sehr selten. Jetzt hat man hier ganz brachiale Schweißnähte, aber das ist so gewollt, gell? Man hätte es auch anders machen können. Ja, man hätte es auch ein bisschen beischleifen können, so, aber das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was man da so für einen Stil verfolgt oder was man auch ja, optisch erreichen möchte einfach. Hm. So, hier vorne ist eine rote Kappe drauf, was kann die? Da kann man zum Beispiel Schutzbleche befestigen. Ein Gepäckträger für vorne. Also vollkommen banal. Ja, es ist auch ein Schutz, also damit das nicht verdreckt. Ja. So, jetzt bei so einer Gabel, die ja so teuer ist, die muss zur Inspektion, oder? Ja, die muss natürlich zur Inspektion. Die Frage ist, wie oft man und wie sehr man fährt. Ja. Also ich fahre viel, habe noch nie eine Inspektion gehabt, nicht gut, oder? Nee. Also ein Service sollte einmal jährlich schon erfolgen, bei Gabel und Dämpfer sowieso. Je nachdem, ansonsten, wenn man wirklich sehr, sehr viel fährt, viele tausend Kilometer im Jahr, dann darf es auch ruhig öfter sein. Muss auch nicht immer gleich der große Service sein, wo sie eingeschickt wird. Reicht auch manchmal der Lower Leg Service oder auch der Luftkammer Service. Und hier und da mal eine Dichtung tauschen, dann hat man viel länger Spaß damit. Gut, aber ich habe so gehört, die kann man servitieren. Man kriegt selbst für die ältesten Fox-Gabeln, kriegt man noch Zubehör. Ja, durchaus. Also je nachdem, was man da halt sucht im Internet, wird man meistens dann doch noch fündig. Ne? 36 heißt, das ist der Durchmesser? Ganz genau. Das sind die Standrohre, wie dick die sind. Das ist 3,6 cm, oder was? Nee, 36 mm. Also ja, 3,6 cm. Okay. Ja, wir sprechen halt immer von Millimetern, deswegen war ich kurz ein bisschen verwirrt. Okay. Aber ja. Verstanden. So, da habe ich schon viel gelernt. So, das Gleiche haben wir hier natürlich nochmal einen Flow TPS. Ja. Genau, auch Kashima beschichtet. Hier haben wir jetzt die Druckausgleichskammer im Dämpfer drin. Im Gegensatz zu den anderen, wo dann vielleicht hier mal noch so eine kleine Kartusche drin ist. Genau, einfach eine kompaktere Bauweise. Ist auch schön gemacht hier mit der Aufnahme hier oben, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Werkzeug. Ja, was meinst du jetzt genau? Ja, da diese kleine Strebe, die da so drin ist. Ja. Die Schaftstabilität. Ja, Schaftstabilität und ist jetzt eine sehr leichte Bauweise. Sehr leicht, ja. Thema ist Gewicht. Wir hatten ja immer so einen Haken, haben wir es dran gehangen. Aber hier liegen wir knapp unter 30 Kilo bei dem? Ja, ich glaube so bei 25 Kilo. Ja, das heißt auch hier mal wiegen. Ja, man muss die fahren, die merkt man nicht, die 25 Kilo. Ich glaube, der Motor, der kompensiert viel, oder? Ja. Also gerade bei den Mountainbikes, finde ich, ist es immer, wenn du ein Turbo einschaltest, schon ein bisschen wie Moped fahren. Ist wirklich so. Also viele fahren ja nur mit Turbo, holen sich eine zweite Batterie mit, einfach just for fun. Du kannst es nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen. Ich fahre selbst auch Moped, also von daher
schon auch gern mal auf dem E-Bike unterwegs. Ja, ist ja schade, es ist kein Gasgefahrt, oder? Nochmal. Schade, es ist kein Gasgefahrt. Gasgriff. Ja, ja. So, dafür ist es halt wie ein Mofa. Gut, dann also, macht es ja keinen Spaß mehr, oder? Doch, also ich bin zum Beispiel ganz gern Mofa gefahren. Ich fahre auch lieber, ich trete lieber selbst, als dass ich die ganze Zeit nur am Gashebel drücke. So, du darfst mir aufklären. So, jetzt hat er hier einen blauen Strich. Ist das irgendwie fancy oder wie auf dem Reifen? Das sind die unterschiedlichen Härtegrade vom Reifen. Das hat Schwalbe jetzt so verbaut, das nennt sich Addix. Mhm. Und je nachdem, es gibt Orange, das sieht man vorne zum Beispiel, Lila. Ja, Orange ist weicher. Also Lila ist der weicheste, dann kommt Orange und hinten haben wir Blau, der ist ein bisschen abriebfester. Und dazu gibt es noch Pink, soweit ich weiß. Pink? Ja. Ganz neu, Pink. Also das heißt, je weicher, desto besser. Hinten will man natürlich einen möglichst harten Reifen haben, weil ich rubbel mir meinen immer ruckzuck runter und so ein Reifen kostet ja auch, ich glaube, so 35 Euro, was kostet? Ja, je nachdem, was du für einen Reifen gerne hättest, ne? Was für eine Ausstattung, sag ich mal, ob der jetzt hier so eine durchstichsichere Seitenwand, wie du sie hier siehst, haben willst oder... Hat der? Das gibt's? Ja, ein bisschen verstärkt halt, ne? Also es ist ein bisschen mehr Gewebe mit eingefertigt, eingearbeitet, ein bisschen stabiler das Ganze. Ja, das Ganze schlauchlos möglich hier? Ja, tubeless immer möglich. Ist es schwer umzurüsten? Genau. Nee, du brauchst die Ventile dafür, ne? Die werden in die Felge eingesetzt. Das Felgenband muss natürlich tubeless dicht sein, dass die Flüssigkeit nicht rausgeht, die Latexmilch. Und dann brauchst du eigentlich nur die Latexmilch noch reinfüllen. So, das heißt auch eine versenkbare Sattelstütze ist mit drin. Also alles, was das Herz begehrt. Man kann losfahren. Jetzt sind natürlich 5.600 Euro. Ist schon eine Ansage. Aber ist das mittlerweile so, die bewegen sich alle so im Bereich so über 5? Das war ja früher mal so ein Fully, hast du auch schon mal für 4 bekommen vor 3 oder 4 Jahren. Oder bilde ich mir das nur ein? Für 4 Jahre war das Topmodell von Highbike. Für 4, ja. Also die Preise sind schon ein bisschen nach oben gegangen. Ja, die sind jedes Jahr hatten ungefähr 20% Preisanstieg. 20? Ja. Und die Akkus sind auch größer geworden. Früher gab es ja nur 400 Wattstunden. Ja, ist aber nicht der einzige Grund, warum es 20% teurer ist, sondern... Nur die Teile, und Euro-Yen-Kurs. Die Teile kommen aus Japan. Und der Yen-Kurs arbeitet gerade in den letzten Jahren gegen uns Europäer. Okay, das kann auch. Du bist auch, du hast es studiert, BWL? Genau. Und so, sogar mit Diplom? Abschluss, Bachelor? Master. Genau. Echt? Ja. Hast du BWL-Master? Ich habe BWL-Master, Wirtschaftsingenieurwesen-Master und Strategiemanagement-Master. Krass, du bist ja richtig schlau. Der Majid hier, der Firmenchef. Aber ich meine, es ist ja ganz wichtig, wenn du das weißt, es gibt auch eine Containerknappheit. Das ist, glaube ich, sehr ausgeprägt im Moment. Die 1.500 Dollar sind wir gerade bei ungefähr 16.000, 17.000 Dollar für einen Container, der nach Europa kommt. Das ist das Zehnfache an Transportkosten. Und die Hersteller, die haben keine andere Wahl, als die Preise zu erhöhen. Es hat nichts mit der Nachfrage zu tun, es ist einfach die Containerknappheit. Gut, hier steht's. Also Raymond Fullray E9 10.0. Wer will da mal fahren? Die können alle drei fahren. Ja, du. Ja, okay, dann fahre ich. Du hast am wenigsten gesagt gerade. Du kannst ja bewerten, die können alle drei fahren. Achso, die Bewertung. Nee, wir machen es nur. Die Leute haben schon in den Kommentaren drunter geschrieben, warum die da und Wheelies fahren. Es ist ziemlich einfach, weil sie es können. Ja, es können, genau. Ich kann ja auch eine Rampe fahren, dann springen wir über den Blumenkübel demnächst. Achso, das geht? Du kannst springen über den Blumenkübel? Ja. Also wenn ich eine Rampe aufbaue, dann schon. Nächstes Mal, wenn du da bist, baue ich eine Rampe und dann kann er auch springen. Er hat eine ziemlich coole Frisur, muss ich sagen. Also es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wegen Corona. Ich weiß auch nicht, warum jeder, der bei uns arbeitet, hat so einen Zopf. Oder hatte vor kurzem einen Zopf, außer der Lukas 2. Ich bin halt Marburger, ne? Marburg haben die Männer. Achso, du bist Marburger? Ja. Genau. Das tut mir leid. Dir tut es leid, mir tut es leid, dass du keiner bist. Das stimmt, ja. Ja, ich war noch nie, warte mal kurz, da kommt er. Gut, das war ein Fotofinish. Ich warte auf den Tag, wo die da hinten in der Schaufensterscheibe drin sind. Und der Marburger, das Marburger Tagesblatt dann geschrieben hat. Beim Videodreh ist er in der Merkur-Spielhalle gelandet, ja. Und hat den Nikotinschock bekommen. Das ist ein Insider. Genau. Nee, hast du gut gemacht. Du fährst es mit Motor. Ist es schwieriger mit Motor? Nee. Vielleicht am Anfang ein bisschen, aber ab den 25 km/h so oder so ein bisschen. Aber man gewöhnt sich dran und es ist auch halt leichter dann hochzubekommen. So, Stufe war jetzt welche? Es war Standard, also die vierte. Beziehungsweise dritte. Die dritte Stufe. Extreme, drunter zählt nicht als Willi. Du musst es mit Extreme machen. Ja, aber nee, oh, komm, ist okay.
Okay. Ich glaube dir, dass du es kannst. Und es geht auch gar nicht darum, ich wollte einfach nur mal zeigen, weil die meisten sagen, die Dinger sind so schwer, die kriegst du gar nicht hoch. Du hast zu mir gesagt, du kriegst jedes Fahrrad hoch, oder? Eigentlich schon, ja. Ist ja auch cool. Ihr seid alle geil. Na komm, jetzt du darfst auch mal. Er ist nämlich der richtig coole, der kann nur fahren ohne Motor. Er kann auch Einrad fahren. Soll ich mal ein Einrad holen, damit du siehst, was da drauf hat? Allrad, was ist ein Allrad? Einrad. Er kann Einrad fahren? Ich hol dir mal ein Einrad. Echt, er kann Einrad fahren? Ist das schwer, Einrad? Ich konnte es früher auch mal, hab's jahrelang nicht gemacht, so als Kind. Aber der junge Mann hier, der gerade durchs Bild gehuscht ist, der fährt Einrad und spielt auch Einrad-Hockey. Einrad-Hockey. Oder, Luki? War doch so. Einrad-Hockey. Einrad-Hockey. Man kann auch Fahrradhockey spielen. Gibt's sowas auch, Fahrradhockey? Was gibt's? Warte. Radpolo gibt's noch. Radpolo. Ja. Was ist das? Ja, hat man so ein Fahrrad, mit dem man auch rückwärts fahren kann, wenn man rückwärts tritt. Und dann hat man in einer Hand so einen Poloschläger. Wie war's? Also ich hab gedacht, du musst mit dem Hinterrad dann immer das leiden. Nee. Oh, da ist cool. Es schon. Lukas. Da ist das Einrad. Wir wussten auch nicht, dass er Einrad-Hockey spielt. Er spielt Einrad-Hockey. Gott weiß, wie viele Jahre. Wir hatten einfach ein Einrad und das hat er eigentlich genommen, ist die Treppe runtergefahren damit und da waren wir beeindruckt. Krass. Ja gut, es hat fürs zweite Rad nicht gelangt. Das war das Problem am Anfang. Was er alles machen kann. Er muss in die Innenstadt. Ist nur schade, dass die Leute nicht da sind. Man kann da sehr, sehr viel Geld verdienen mit so einer Dose daneben. Jetzt ohne Witz, wenn du das kannst. Ich glaube, die Leute sind ziemlich begeistert. Oder? Ja, wir waren auch begeistert. Hast du schon mal auf dem Einrad drauf? Nee, ich hab auch überhaupt keine Lust, da drauf zu gehen, weil ich mich wahrscheinlich sofort auf die Fresse lege. Aber ich krieg doch ohne Pedale hin. Ich bin einmal das erste Mal Skateboard gefahren in meinem Leben und ich kann ja jetzt Skateboard fahren mittlerweile, aber als ich das erste Mal gefahren bin, ich habe mich so auf die Fresse gelegt, ja, und genau auf den Ellbogen. Kennst du das? Ich kenn's. Das tut dann richtig weh, ich hatte es mit Inliner. So, was ist da der Trick, wo du schon dabei bist? Üben. Ganz viel üben. Ja. Es ist, hat, glaube ich, viel zu tun. Du musst vor und zurück das Gleichgewicht halten mit den Kurbeln, mit allem. Also immer den Schwerpunkt über dem Boden halten, also über der Kontaktfläche. Und ja, also ich fahre seit 20 Jahren, deswegen sieht das dann auch so einfach aus. Okay, das heißt, du kannst damit auch in die Innenstadt fahren, zum Einkaufen, zum McDonald's und so? Ja, klar. Echt? Als Ersatz für? Ich bin auch schon Downhill damit gefahren. Also wenn du jetzt einfach mal geradeaus fährst, das geht auch? Ja. Also ich meine, du kannst springen, du kannst drehen. Ist das krass? Der kann auch einfach so fahren. Entschuldigung. Sorry. Wir wollten gucken, ob er es drauf hat. Hat es drauf anscheinend. Wir haben es ihm nicht geglaubt. Das ist ja krass. Das heißt, du kannst damit. Du kannst damit nach Frankfurt fahren jetzt? Ja, wird ein bisschen anstrengend. Aber ja, würde gehen. Geht auch. Also es gibt Leute, die fahren damit Marathon. Es gibt Leute, die fahren 100 Kilometer am Stück damit. Alles. Der Lukas hier, ich habe dich eben noch beleidigt, gesagt, ohne Abitur, aber er kann Einrad fahren. Nee, hat stimmt ja gar nicht. Cool Trick, wie er draufsteigt. Ich weiß nicht, hast du. Zeig mal einen Trick. Einige Wege, wie er draufsteigt. Das ist ja ganz normal. Zeig mal was Unnormales. Na, fast. Ja. Aber ich muss sagen, das Coole ist, wenn du dann wieder aufstehst und. Guck das mal an. Was denn? Na, fast. Fast. Almost. Bei uns hat es funktioniert, wo er es gezeigt hat, da waren wir beeindruckt. Applaus. Na komm, ein bisschen mehr muss schon sein. Ja. Es sind ja 5 Leute hier. Lukas. Er ist Lukas 1 oder 2? Das ist der Lukas 2. Und Lukas 1, Nummer 1 ist ja hier. Unser Lukas 1. Das ist der Tino Nummer 1. Wer? Tino. Du bist unglaublich scharf ins Fernsehen zu kommen, oder? Nee, nicht so wirklich. Ich weiß, er hat mich eben gesagt, komm, du machst doch eine Moderation. Er hat gesagt, nee, ich kann das nicht. Und dann haben wir den Johannes 1. Noch. Hallo Johannes. Es gibt auch noch einen Johannes 2. Es gibt noch einen Johannes Pexpo. So, komm, wir machen einen Raymond Full Ray E9 10.0. 5.599 Euro. Wir sind so ganz leicht vom Thema abgekommen. Wenn man es haben will, du hast noch welche? Wir haben noch welche. Wir haben die auch als 27,5er. Jederzeit könnt ihr zu uns kommen und die Probe fahren oder halt bestellen telefonisch. Wir versenden auch. Genau, das Ganze auch weit. Das heißt, egal wo ihr seid in Deutschland, ruft ruhig mal an, fragt mal nach. Man findet irgendwie einen Weg, dass das Fahrrad zu euch kommt. Genau, das machen wir. Danke. Tschüss. Danke, dass du da warst. Ja, tschüss.